Felix Klein, Mathematiker, 1888 bis 1825, Wilhelm-Weber-Straße 3. Felix Klein. Felix Klein, geboren am 25.04.1894 in Düsseldorf, gestorben am 22.06.1925 in Göttingen, war Mathematiker. Felix Klein studierte in Bonn, Göttingen. Die Immatrikulation erfolgte hier am 8.01.1869 für das Fach Mathematik und Berlin. 1871 wurde er Privatdozent der Mathematik in Göttingen. 1872 dann ordentlicher Professor in Erlangen, 1875 an der Technischen Hochschule in München und 1880 in Leipzig. 1886 wurde Klein als ordentlicher Professor der Mathematik nach Göttingen berufen. Hier entwickelte Klein die komplexen Funktionstheorie Riemanns fort. Er war renommiert auf dem Gebiet der reinen und der angewandten Mathematik. Weiterhin gilt Klein als der Neuorganisator des mathematischen Unterrichts an den höheren Schulen, weshalb 1949 ein Göttinger Gymnasium naturwissenschaftlicher Ausrichtung nach ihm benannt wurde. Seit 1908 war Klein Vorsitzender der Internationalen Mathematischen Unterrichtskommission. Wichtig war ihm auch die praktische Anwendbarkeit der Wissenschaften und das, was wir heute interdisziplinäre Forschung nennen. Sein Wirken in der Akademie der Wissenschaften, der er seit 1887 angehörte, zielte darauf, die Mathematik in alle Kreise zu tragen. Klein schöpfte aus seinem Ideenreichtum und war frei von Einseitigkeiten und Moden. Felix Klein wohnte als Student im Sommersemester 1869 und als Privatdozent von 1871 bis Herbst 1872 bei der Witwe des Kaufmanns Fobbe, Gruner Torstraße 25, der Marianenapotheke. Als Professor von Sommersemester 1886 bis 1889 bei den Erben des Maurermeisters Freise, Wehner Landstraße 16. 1889 ließ Felix Klein das Haus Wilhelm-Weber-Straße 3 erbauen, in dem er bis zu seinem Tod wohnte. Felix Klein ist auf dem Stadtfriedhof in Göttingen begraben.